Und hallo zum dritten Video heute, ja. Ich wollte euch meinen Neuzuwachs zeigen. Eine neue Königin. Ja, toll. Oh nein. Mit einer Hand etwas auszupacken, sehr einfach. Geht auch. So, wo ist die kleine T-Sitz-Trock? Da, gut. So. Es ist eine Solenopsis fugax. Wie im Titel ihr es wahrscheinlich erkennen könnt. So, ja toll, fokussier nicht blöde. Kamera, so, rauszoomen, gut. Fokussiere doch mal. Ja, toll. Zack, habe ich bekommen von Marmeise. Vielen Dank, haben wir getauscht. Ich habe ihm meine Formica Fuskel-Kolonie gegeben. Dafür habe ich die Kleine hier gekriegt. Ich freue mich über die Kleine. Die hat so einen fetten Gaster, ey. Ich habe am Anfang überlegt, wie kriegt sie es hin, sich Eier aus dem Hinterleib zu ziehen, wie normale Ameisen. Aber das habe ich mittlerweile herausgefunden. Sie setzt sich einfach sozusagen, weil sie hat ja so kurze Beinchen und das geht eigentlich. Sie könnte den Gaster nicht unter sich runterziehen, aber sie hat einen anderen Trick. Sie setzt sich einfach mit dem ganzen Gewicht auf ihren Gaster und hält sich in der Zeit irgendwie an irgendwas fest, setzt sich dann auf ihren Gaster und dann geht sie mit ihren Mandibeln an das Gasterende heran und zieht da dann die Eier raus. Ja. Und die Kleine ist hier. Schön. Ich hoffe, sie legt ein paar Eier, aber ich habe bis jetzt keine Brut entdeckt. Upsi. Entschuldigung, Kleine. Also sie ist so ziemlich, ich scheiße auf alles, egal ob es vibriert. Das freut mich. Das Lustige, wenn sie auf dem Boden rumgeht, schleift sie einfach den Gaster auf dem Boden hinter sich her. Ist nicht so, ich halte meinen Gaster in die Höhe, der darf nicht auf den Boden aufkommen. Nein, sie schleift ihn einfach hinter sich her. Gut. Das war's dann und bis zum nächsten Mal.